Moin, ihr Lieben. Herzlich willkommen wieder bei uns, bei den Inselcampern, und zwar bei der Leimer und beim Sven, meiner Wenigkeit. Ja, wir stehen hier bei einem Hobby Optimize davor und den schauen wir uns mal genau an. Hm. Aber mehr dazu gibt es nach dem Intro. Bleibt dran. Bis gleich. So, also, willkommen zurück, ihr Lieben. Hobby war eigentlich auch Vorschlag von unseren Zuschauern, dass genau. Ihr auch in Kommentaren reingeschrieben habt, dass wir uns den angucken sollen. Richtig. Und der schaut echt gut aus. Ja, und wir machen ja in der Regel, was uns gesagt wird. Ne? Ja, in der Regel. Ja. Ich zeige euch das Fahrzeug mal von außen. Das ist auf Zitrönbasis. Ein Teilintegrierter. Schauen wir mal von der Seite an. Ja. Zitrone habe ich schon erwähnt. Ganz normal Stromstecker, Wasseranschluss, Kassettentoilette. Hat Rahmenfenster überall. Eine schöne große Heckgarage. Sind noch extra Sitzpolster drin. Und auch Fächer. Schauen wir mal hier rein. Da ist die Heizungsanlage verbaut, die Truma. Hier das Notfallventil, der Frostfechter. So, gehen wir mal hier hinten rum, dann schauen wir uns den auch mal von hinten. Eine Heckfahrkamera, Rückfahrkamera hat er dran. Markise. Leider sind die zu, habe ich. Sind zu? Hm, habe ich nicht okay. Oh, lass den Mann dran. So, und zwar habt ihr hier Platz für zwei 11 Kilo Gasflaschen. Aber und zwar ausziehbar. Ja. Ihr könnt es nach draußen wegziehen, dann müsst ihr euch nicht so abmühen, dann, wenn ihr die nach hinten hieven wollt. Vor allem ziemlich hoch ist das, ne? Das finde ich auch sehr clever geregelt. Du. Gefällt mir. Okay. Dann kriegst du die Garage auch auf, oder? Ja, ich war ja von der anderen Seite schon drin. Für den Dometic-Kühlschrank, der Auslass. Hier habt ihr nochmal einen extra Gasanschluss außen, TV-Anschluss für draußen. So, ich zeige euch mal die Liste. Das ist der Hobby Optima V65GE Modell 2021. Fanden wir sehr interessant, auch den Preis. Also 61.000 ist... Geht eigentlich, also für das Fahrzeug nicht schlecht. 6,77 Meter lang, Breite 2,16 Meter und Gesamthöhe 2,89 Meter. 165 PS. 165 PS, genau. Und mit Start-Stopp-Technologie sogar, obwohl ich das überhaupt nicht mag. Und meine Leimerle dürften sogar noch fahren, weil der bis 3,5 Tonnen geht. Nicht schlecht. Extra breite Eingangstür. Ja, warte mal kurz. Zuladung ist noch ganz wichtig, weil die Frage von euch auch ganz oft kommt. Zuladung bei dem Fahrzeug sind jetzt hier 536 Kilo. So, weißt du, was war Schönes? Was denn? Der Eingangstür. Also wir haben jetzt festgestellt, beim Hobby, wie es eingebaut ist, das ist ja mit diesem Magnet. Also wenn ihr Tür aufmacht oder wie immer, das knallt nicht, ne? Das finde ich echt gut, ja. Ja, weil gerade bei uns, wenn da so viel Wind ist und manchmal musst du die Tür irgendwie halten. Bei den Insulanern halt, ne? Aber das ist echt praktisch gelöst. Hier haben wir den Mülleimer. Ja. Ja, also Ablage können wir auch was. Fernbedienung, Schlüssel oder irgend sowas, genau. Genau, der hat Verdunkelung. Jo, schöner Griff. Ich würde sagen, wir gehen mal rein, ne? Wir gehen rein. Ja. Warte mal ganz kurz. Gibt es ja hier. Ja, Fliegengitter. Und genau. Zwar über die ganze Breite. Das ist auch schön. Ja. Mal kurz gucken, ob sich da wieder so ein Fach darunter versteckt. Nein, diesmal nicht. Ist es doppelter Boden? Jetzt habe ich nicht geguckt. Nee, nicht, dass ich wüsste. Nee. Ist es nicht Wintertau? Ich glaube nicht. Ich will jetzt aber auch nichts Falsches sagen, aber ich glaube nicht. In der Preisklasse glaube ich sowieso nicht. So, wir haben hier noch eine extra Ablage. Wenn ich die aufkriege. Moment. Wollen wir das machen, wenn wir in der Küche sind? Ja, ich probiere trotzdem mein Glück. Halt du mal die Kamera. Warte mal. Muss ja irgendwo aufgehen. Also irgendwie stellen wir uns heute so richtig deppert an bei meinem Fahrzeug. Ich glaube, das ist der Freitag, der 13. Ja, David. Wir haben einen Lauf. Jetzt ist klar. Siehst du? Musst einfach ein bisschen mehr Kraft aufwenden. Aber hast hier eine verlängerte Küchenplatte? Das ist nicht schlecht. Aber das machen wir dann. Nach unten dann. Zeig mal, wie geht das? So hier, dieses Teil nach oben. Und dann kann man das hier wieder einklappen lassen. Und deswegen ist es so schwer gegangen. Ich habe gedacht, da ist ein Widerstand, aber das ist auch mit Magneten festgemacht. Ah. Von daher passt es. Hier unten habt ihr ja so ein Spannseil, wo ihr irgendwas einspannen könnt. Zeitung oder Hundeleine zum Beispiel. Genau.
Der Eingang sehe ich gerade. Moment, haben wir zwei Haken. Zwei Haken, Ablage mit Drittelkante. Genau. Ist auch schon mal nicht schlecht. Und was schön hier auffällt in dem Wagen, die Farben. Also stimmig, ne? Ja, sehr. Also hat was. So, muss ich auch sagen. Und? Auch die Sitze ultra bequem. Und sehr geräumig schaut das aus. Dadurch, dass es hier natürlich... Ja, das ist kein Hubbett da oder irgend sowas. Da hast du mehr Kopffreiheiten, auch das Gefühl hier drin. Also dieses Freiheitsgefühl ist ein ganz, ganz anderes. Ja? Und mit dem Skyfenster? Ja, Skyroof habt ihr hier. Ja, könnt ihr in die Sterne also gucken. So mit Fliegengitter und hier hinten noch mit Verdunkelung. Könnt ihr extra verdunkeln. Aber von Sitzplatz jetzt sehe ich gerade, wir haben da nicht mehr wie im Kasten. 1, 2, 3, 4. Nee, ist ja nicht mehr wie im Kasten. Aber also, es ist bequemer wie im Kasten. Das ja. Also könnten wir nur zwei zu uns einladen zum Kaffee. Ja, der Rest muss dann draußen bleiben, sorry. Und ja, ihr habt hier... Cockpit ist Zitrönen. Das Cockpit ist Zitrönen, genau. Das ist ja fast baugleich mit dem Fiat. Ihr habt hier eine 6-Gang-Schaltung, ein schönes Blaupunkt-Navi drin, eine Klimaautomatik. Dann habt ihr hier drin 12 Volt Steckdose. Hier ist nichts drunter. USB hat es, ne? Nee, hat jetzt hier keins. Nee, wie schaut das bei dir an der Tür? Genauso wie bei... Ja, das ist typisch Fiat. Also wie Fiat. Wie gesagt, das gibt sich nicht viel, da ist nicht viel Unterschied. Okay. So, dann an die Schränke ran. An die Schränke ran. Oh, das sind hier schön. Schön, jetzt so Glaslampen, ne? Ja, ja. Haben wir es. Kann ich jeden einzeln ausmachen? Ja. Gut, dann gehen wir mal in die Fächer rein hier. Boah, ist ausreichend. Unterteilt und das ist alles. Oh, da fliegt nichts raus. Schau mal, wie tief die Rüttelkante ist. Also ist wirklich. Tief, ja. Oben auch nochmal bei dem Fach Rüttelkante mit drin. Ja, finde ich schön. So, und das Schöne ist, pass mal auf, das sind so Kleinigkeiten. Wenn ich das zumache, dann ist es auch zu. Automatisch dann. Da muss ich dann noch einen Knopf drücken dabei. So, ihr habt hier einen schönen großen Tisch. Und meine Leimele zeigt euch mal, wie man den rausholen kann. Oder auch nicht. Oder auch nicht, ne? Also ich habe den Knopf runter. Ja. Das ist wahrscheinlich wieder mit Magnet, oder was? Nein. Nee. Dann lass mich mal gucken. Dann bewegt sich nichts. Okay, bis wenn. So. Der rettet dann so da gerade. Festmachen dann, der ist auch, der ist so von Grund auf schon etwas fester. Da müsst ihr nicht arretieren dann. Arretiert wird er dann quasi nur, wenn ihr bei unserem Kastenwagen, hast du hier einmal so. Dann arretiert er automatisch, dann musst du nochmal dran ziehen und in die nächste Stufe bringen. Und hier ist es relativ fest und wird dann nur hier am Schluss arretiert. Vor allem, wenn du denn an dem Pilotensitz, also an dem Beifahrersitz sitzt, dann kriegst du den Tisch noch dahin. Auf jeden Fall, ja. Dann habt ihr, okay. Nehmen wir mal kurz die Kamera. Dann habt ihr hier unten noch eine Schiene. Das heißt, ihr könnt den Tisch runterlassen, das eine Bein hier rausnehmen und dann könnt ihr hier so ein Notbett machen. Notbett, ja. Finde ich auch ganz gut. Schau mal, wie die Sitze sind. Oh ja. Bequem, ne? Die sind bequem. Ja. Vor allem so breit. Schau mal. Das ist ja, schön. Ja, dickes Polster, ja. Das ist schön. Das kannst du mit unserem nicht vergleichen. Nee. Schön. Vorhänge. Und auch von der Stehhöhe her. Also ich habe hier, ich zeige euch das mal, genug Platz. Da passt locker noch so eine Faust dazwischen. Ne? Das ist auf jeden Fall sehr schön. So, in die Kitchen. Kitchen, ich folge dir. Es ist sehr, sehr schön, dass es wieder beim Eingangstür gleich ist, die Küche. Also das gefällt mir. Dir, ne? Das gefällt mir gut. So, ran. Schöne Schränke. Schau mal, kannst du hier nach oben schieben. Oh, warum? Oh, das gefällt mir auch sowieso sehr gut, ne? Also vor allem, du musst ja nicht darauf achten, dass das alles richtig zu ist, sondern hoch und runter. Ja. Nee, andersrum. Runter und hoch. Und schön unterteilen, echt passt einiges rein. Ja, auf jeden Fall. Schön, schaut schön aus. Doch, gibt's schöne Lichter. Dann habt ihr hier noch Ablagefläche. Gewürze etc. Genau, Tee oder so. Und vor allem ist es alles mit Drittelkante. Ja, das ist gut gelöst. Und vor allem tief. Das finde ich gut. So. So, Küche. Küche, Fenster. Auch hier Fliegengitter, Verdunkelung. Ach so, das ist dieses hier, okay. Dann haben wir drei Flammenkocher. Mhm, auch von Dometic mit Piezo-Zündung. Ja. Und kleine. So, da habt ihr den Becken hier. Ist auch schön. Ja. Ne, das ist alles. Hier auch mal zu. Schaut gut aus. So, schauen wir. Genau, die Küchenschränke durch hier. Schublade. Nee, die ist groß. Das finde ich richtig geil. Ja,
Die ist echt groß. Da hast du so viel Platz für ein Besteck und dann kannst du hier Pfannenwender und was ich was alles mitnehmen. Ne? Hier eben für Gas und Wasser, alles mögliche, die Anschlüsse, so, dann beziehungsweise haben wir die Sperrhähne. Hier den Schränk. So, ich gehe mal mit der Kamera ein bisschen runter, damit man das auch sieht. Auch hier überall Rüttelkanten drin. Hier in der Mitte sind extra nochmal Fächer. Ich finde es gut. Ich finde es gut, es ist vielleicht besser, dass es keine Schubladen sind. Ja. Dass es einfach Schränkchen sind. Finde ich schön. Ja. So, hier haben wir jetzt. Ach nee, da haben Kühlschrank wir. Kühlschrank hast du auch noch? Nee, warte mal. Über den Kühlschrank habt ihr noch ein Schränkchen. Ja. Ablage. Weißt du, was mir das irgendwie. Kommt mir vor wie vom Wohnwagen. Ähnlich, ne? Der Aufbau, ne? Ja, weil im Wohnwagen. Wir haben einen Hobby-Wohnwagen, ja. Also genau so irgendwie war das vom Design hier auch im Wohnwagen. Genau. So, Kühlschrank ist von beiden Seiten zu öffnen. Ja, das finde ich auch super. Das ist, ja. Vor allem, wenn du im Bett liegst, kannst du auch von der anderen Seite aufmachen. Auch wieder von Dometic. Warte mal, der geht ja auch nur hier auf, oder? Ja. Ja? So, schönes Eisfach. Die müsste von anderen auch aufgehen, ja. Nee, da muss ich die Türschatze anders machen. Wahrscheinlich, genau. Aber es ist verriegelt, ja. So, wenn ich so aufmache. Ja, jetzt probier es nochmal. Ja, ah. Dreck sitzen. Genau. Also auch wieder ein Absorber mit automatischer Umschaltung von Dometic. Echt schön. Groß und schön. Und dann unten habt ihr noch, ja, kann man aufbauen. Sicherungskasten und noch ein kleines bisschen Stauraum. Genau, was ablegen, ne? So und für Schaufel und Besen. Das nächste, was ich sehe, das wird dir wieder sehr gut gefallen, das sind diese Rollschübe da. Ich weiß. Wollen wir jetzt ins Bad? Können wir auch. Komm auf. So, machen wir auf. Schauen wir mal, ob die Tür so richtig auf. Ah, die geht auf, ja. Weißt du, was schön ist? Die haben wieder mitgedacht. Wenn ihr die Tür hier aufmacht, ja, stoßt ja nichts an. Das finde ich richtig gut. So, und dann schauen wir mal zusammen. Oh ja, Schatz. Willst du rein? Ich kann, aber ich ziehe mir erst die Schuhe auf. So, das macht er wirklich. Ja. Oi. So. Platz. Ja, Wahnsinn. Ich mach mal zu. Ja, und das ist das Hammer. Geht das so richtig? Also musst du die Toilette drehen wahrscheinlich, oder? Ja, klar kannst du. Und du kannst dich echt richtig bewegen hier drin. Das finde ich geil. Ach so, von der anderen Seite kriegst du das. Oh, hier kannst du eine Tür. Mhm. Mal aufmachen. Hier sind Gleiterhaken dran. Ja. Das machst du einmal so. Einmal so. Ja, dann müsste ich das Klo jetzt an die Seite schieben. Ja. Das machen wir auch mal. Lass mal ausprobieren. Damit man das alles sieht. Einmal das Klo so an die Seite stellen. Mhm. Und dann muss das eigentlich auch zugehen. Ja. Das ist ein komplett geschlossenes Bad. Das ist geil. Das ist richtig zu. Und ich kann mich echt hier drin bewegen. Also. Wir wollen sehen, wie du dich bewegen kannst. Zeig euch das. Oh. Zeig mal den Duschkopf. Ha? Den Duschkopf, wie ist der? So ein kleiner. Ganz normal. Kannst du telefonieren, ne? Ja. Ui, was ist der. Das eigentlich? Ja. Ist eine Klingel oder was? Ein Notfall. Ja. Mama, Mama, ich kann nicht mehr, hol mich hier raus. Zeig mal. Ach, ich habe Platzangst. Schöne Ablagen, also die Applikationen hier finde ich richtig schön. Und vor allem ist es gut mit dem Radkasten hier gelöst, da stehst du, ne, oder? Echt gut gelöst. Jetzt kommt noch eine ganz wichtige Frage: Wie schaut es mit der Beinfreiheit auf dem Klo aus? Probieren wir doch gleich mal aus. So. Genug. Richtig. Und jetzt machen wir die Tür zu. Mhm. Also, da würde ich mich wohlfühlen. Ja? Ja. Da würde ich mich echt wohlfühlen. Das ist genial. Ja, so raffinierte Details, ne, die gelöst, eigentlich viel Raum bieten. Ne? Ja. Jetzt gucken. Oh, da kommt Wasser. Zeig mal den Waschbecken. Wow. So, hier Waschbecken. Hier unten drunter habt ihr auch nochmal Stauraum. Ja, für Toilettenzeug. Genau, wie ist das hier gemacht? Okay. Hier habt ihr nochmal einen Spiegelschrank. Ja, deswegen Ali wäre zu Hause so ähnlich, ja. Das ist viel Platz, finde ich gut. Nicht ganz so tief wie zu Hause, aber gut, wir sind hier auch in einem Wohnmobil drin. Und hier auch nochmal. Und hier sehe ich, ist es noch Licht, oder? Für ein Licht? Hm? Der Knopf? Ja, ist das Licht, genau. Ach, siehst du. Ja. So, praktisch. Dann, also die Stehhöhe, die gefällt mir sehr, sehr gut hier drin. Das bin ich echt begeistert. Mit hier auch nochmal Fliegengitter, Regie drin, Verdunkelung. Könnte das Dach aufmachen, damit ich Feuchtigkeit rausziehen kann. Mhm. Ach, das ist ein geiles Bad, du. Gefällt mir auch. Richtig, also bei der Bad. Länge hätte ich jetzt gar nicht damit gerechnet. Bin ich begeistert. Guck
gucke jetzt, wie lang der ist. Nochmal. Der ist gerade mal 6,77 Meter. Das ist so 30 cm Länge wie Fiete. Ja. So aber grob. Macht viel aus. So, also, schauen wir uns mal die Fächer hier an. Ich darf überhaupt nicht mehr auf die Toilette. Ich darf es gar nicht mehr auf die Toilette. Nein. Wind möchtest du auch nochmal. Schau mal hier, das ist auch die andere Hälfte von dem Radkasten jetzt noch, aber trotzdem noch genug Stauraum hier drin. Und das ist ja das Praktische mit diesen Rolltüren. Das Rolltüren. Klasse, richtig, ja. Super gelöst. Ja. Auch hier. Oh, viel Platz. Sehr viel. Sehr, sehr tief. So, dann haben wir hier noch, warte mal. Stufen. In den Stufen. Da habt ihr ein bisschen Stauraum. Da verlaufen zwar die Heizungsrohre entlang, aber trotzdem ist noch ein bisschen Stauraum hier. Das heißt, es ist warm? In beiden, genau. Das ist echt gut. Dann habt ihr hier noch die Möglichkeit, das Bett eher zu verlängern. Mhm. Könnt ihr hier rausziehen. Dann habt ihr hier noch so eine Zwischenmatratze, die wird einfach dazwischen gelegt. Mhm. Dann habt ihr hier eine schöne Liegewiese. Und jetzt kommt natürlich wieder noch mein Test. Mein Test. Kannst du sitzen? Ich kann sitzen. Klar, wenn ich mich jetzt ausstrecke, stoße ich natürlich oben an, aber wenn ich hier ganz locker sitze, passt deine Hand dazwischen. Das ist schön. Das ist nicht schlecht. Wenn du mal ein kleines Stückchen zurückgehst, zeige ich das auch nochmal. Das ist hier mit dem Vorhang, wo man eben zuziehen kann und verdunkeln kann. Mhm. Dass man hier ein bisschen Privatsphäre hat. Mhm. Und jetzt kommt der ultimative Test. Kann ich hier liegen oder nicht? Ups. Und? Doch, das geht. Geht? Das ist... Ganz kleines Fenster. Ganz ehrlich, der würde mir sogar gefallen. Ja? Ja. Auch der Preis, ich finde ihn sehr ansprechend, gerade für den Preis, was du da kriegst. Das ist gut gelöst hier, sehr gut. Hier haben wir USB-Anschluss und zwar von beiden Seiten. Mhm. Einmal hier, einmal hier. Und wo legst du dein Handy her? Ja, hier oder da. Okay. Du stellst Fragen, du. Nee, das ist halt. Hier auch nochmal die schönen Lampen. Mhm. Und die passen dann an und ach, genau, der An- und Ausschalter ist hier. Könnt ihr hier ausmachen? Mhm. Oder ja, dimmen kann man es auch. Mhm. Hier ist der Hauptschalter von oben. Mhm. Gehen wir die Schränke mal durch. Also, das gefällt mir, das kommt dann. Ich sag, das ist so Wohnwagen. Ja, ein bisschen, ne? Da habt ihr die SAT-Anlage drin verbaut, aber auch noch genug Stauraum. Was ich schön finde, wenn ihr das zumacht. Also ich kenne es ja von uns, bei uns musst du immer auch beim Zumachen ein Knöpfchen drücken und hier müsst ihr den Knöpfchen nur drücken, wenn er es aufmacht. Ansonsten, wenn es zu ist, ist es auch zu. Das ist praktisch. Da kann während der Fahrt nichts passieren. Mhm. Auch hier nochmal ein schönes Fach. Hier genauso. Also ich glaube, die sind identisch. Was mich interessieren würde, wie groß sind die? Mhm. Und schau mal, geht bis da hinten rein noch. Also da hast du. Oh ja. Genug Stauraum auf jeden Fall. Ja. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Degi natürlich, klar, könnt ihr hier mal verdunkeln für die Nacht oder Fliegengitter aufmachen. Die Lampe finde ich auch sehr schön. Hat was. Untypisch für ein Wohnmobil, finde ich, ne? Schon. Aber weißt du was? Nee. Ich würde gerne mir das auch angucken. Ja, mach mal. Leg dich hin. Also, dass man, ich stand mir die Kamera. Ich gehe hier mal ein Stückchen raus. Alter. Und? Mhm. Ist bequem, ne? Also, wir hatten ja den Wohnwagen vom Hobby gehabt, ne? Genau. Und vom Matratzen her, hat man das Gefühl wie im Wohnwagen. Und wir haben wirklich saugut geschlafen. Also im Wohnwagen geschlafen, bombig, ja. Haben wir echt super geschlafen. Kann ich echt nur bestätigen, ja. Ja, schön, schön gelöst. Da oben schon, das haben wir schon, ne? Ja. Ich würde es gerne mal noch Toilette mal ausprobieren mit der Dusche. Aber sehr gerne. Wenn das genehm ist. Aber sehr gerne. So, Schuhe aus. Jawohl. Boah, das ist wirklich sehr, sehr viel Platz. Ist ausreichend, ne? Ja, ja. Also wie gesagt, ich habe den Eindruck, wie wir jetzt wieder im Wohnwagen irgendwie sitzen würden. Ja, nur dass wir im Wohnwagen keine Dusche gehabt haben. Ja, und das war's. Wie hast du das? Das da hier oben mit dem Riegel. Genau, lässt so stehen. Da musst du aber erst das Klo umdrehen. Zur Seite. Mhm. Und jetzt kannst du die andere Türe zumachen. Und ich sag tschüss.
Ey, das ist echt toll. Platz genug, ne? Ja. Ja. Gefällt mir gut. Gut gelöst, also auf jeden Fall. Also, ich würde das sagen... Das waren Experten am Werk. Ich würde sagen, der kommt irgendwie mit auf die Liste, oder? Ja, in die engere Wahl, sagen wir so. Ja. Was? Dann habt ihr hier noch für Fernsehvorbereitung. Hier hinten die Anschlusssteckdosen für den Fernseher eben. Also ich finde das geniales Konzept. Also wir lassen uns den Wagen jetzt noch ein bisschen auf uns wirken, ganz alleine. Ja, sowieso, klar. Und denkt gerade an die Leute, die gedacht haben, wir haben das erste Wohnmobil, das wir vorgestellt haben, den Phoenix, dass wir den gekauft haben. Nein, das ist natürlich nicht so. Wir lassen uns wirklich das Für und Wider durch den Kopf gehen. Und klar, vielleicht verpassen wir auch manchmal dadurch das ein oder andere Schnäppchen, aber ich denke, das ist bei der Summe schon eine Entscheidung, die nicht einfach so aus dem Bauch herausgefällt wird, sondern das muss einfach irgendwie alles stimmig sein und alles passen. Und da waren dann doch letztendlich, als wir zu Hause wieder waren, bei dem Phoenix, waren doch ein paar Punkte, die ja, uns jetzt nicht, die uns einfach gefehlt haben, in die wir hätten extra nochmal investieren müssen und hatte eben nicht alles, was wir uns gewünscht haben. Ansonsten war das ein Top-Fahrzeug, da gibt es überhaupt nichts dagegen zu sagen. Also, nein. Aber unsere nein. Kaufentscheidung, die fällen wir nicht einfach so. Ne? Ist in eine Plate. Ja, manchmal lässt man sich von den Gefühlen leiten oder gerade der erste Eindruck. Ne? Das ist natürlich auch schwierig, wo wir den Phoenix uns angeguckt haben, auch dieser Raum, ne, was er so geboten hat. Und dann die ersten Teile integriert, wo wir uns angeguckt haben, hey, oh, das ist echt wenig Platz. Und dann, dann vergleichen wir, okay, was haben wir, Kasten und dann Teil integriert oder voll integriert. Und ich glaube, wir sind jetzt zum haben voll... auch ein paar von euch geschrieben, ja Mensch, da habt ihr gleich das erste Sahnestück dann rausgepickt. Und muss man sagen, es war auch so, also vom Platz her, fast unschlagbar, was wir da als erstes gefilmt haben. Wir haben aber unsere Erwartungen dahingehend auch schon wieder zurückgeschraubt, dass wir das jetzt nicht von einem Teilintegrierten erwarten können und auch nicht unbedingt von einer anderen Marke, die preislich in unserem Budget liegt. Also das ist, man beginnt ja nicht blauäugig rein, nur dass ihr da Bescheid wisst. Ah, wer weiß. Wenn ihr wieder verliebt in einen Wagen guckt. Ja, mein Gott. Mal gucken, aber die Tour geht weiter und wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns wie immer über Däumchen Richtung Norden. Falls noch nicht passiert, hier unten ein Abo hinterlassen, verpasst ihr kein Video mehr von uns und ja, ich hoffe, wir sehen uns bei weiteren Folgen zu unserer Wohnmobilsuche oder auch andere Folgen in unserem Kanal. Bleibt alle gesund und ja, wir sehen uns. Tschüss.